So, bitte schön, Herr Kollege Ströbele. Danke. Danke, Herr Präsident. Ich habe mich zu Wort gemeldet, als der Kollege Weißkirchen mich hier in seiner Rede im Deutschen Bundestag mehrfach angesprochen hat und aufgefordert hat, anstatt mit Nein hier mit Ja zu stimmen. Und er hat einige Gründe vorgetragen, zu denen ich was sagen möchte. Herr Kollege Weißkirchen, ich habe den Eindruck von Ihnen gehabt, Sie haben die Rede von vor 3 Jahren gehalten. Diesen Eindruck habe ich auch bei der Ministerin gehabt und von anderen, bei anderen Rednerinnen und Rednern hier aus der Koalition. Weil keiner von Ihnen, auch Sie nicht, haben mit einer Silbe dazu Stellung genommen, dass sich die Situation in Afghanistan in den letzten 3 Jahren dramatisch verändert hat. Sie sagten, Sie wollen die Herzen der Menschen dort gewinnen. Wir sind immer weiter davon entfernt, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Ich will mich mit Ihnen jetzt nicht darüber streiten, ob es überhaupt noch viele Leute in Afghanistan gibt, die sagen, die sollen da sein, die Militärs sollen da bleiben. Aber eins ist doch klar, dass diese Art von OEF-Einsätzen, die im Süden Afghanistans stattfinden, dazu beitragen, dass Hass gesät wird und dass den Taliban Kämpfer zugetrieben werden. Und Sie können doch nicht heute die Rede von damals halten, ohne irgendwie dazu Stellung zu nehmen, dass die Sicherheitslage in Afghanistan sich dramatisch verschärft hat, dass 30% mehr Gewalttaten stattfinden, dass allein in den ersten 9 Monaten dieses Jahres mehr Menschen in Afghanistan, dramatisch mehr in dem Krieg umgekommen sind als im ganzen Jahr davor. Sie müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass diese Art von Kriegführung dort in die Irre führt und dass ein Strategiewechsel dringend erforderlich ist und dass man dieser Fortsetzung des Mandats von ISAF so nicht zustimmen kann, ohne dass ein Strategiewechsel tatsächlich auch stattfindet und dass sich die Bundesregierung einem Strategiewechsel verpflichtet sieht. Sie haben hier behauptet, und das war das ursprüngliche Mandat von ISAF, ISAF hat lediglich die Aufgabe, den Aufbau sicherzustellen und die Bevölkerung zu schützen. Nehmen Sie doch zur Kenntnis, dass heute jeden Tag, jede Woche ISAF-Soldaten im Süden Afghanistans an dem Offensivkrieg beteiligt sind, dass sie genauso daran schuld sind wie OES-Soldaten an dieser offensiven Kriegführung, bei der immer wieder Dutzende und Hunderte von Zivilisten umkommen. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann glauben Sie das dem Herrn Generalmajor Kastorf, der vorgestern in der FAZ erklärt hat, 90% der Spezialeinsätze von OEF, 90% geschehen mit Unterstützung der ISAF-Einsatz, sind überhaupt nicht denkbar ohne die Unterstützung der ISAF-Einsätze. Und wenn Sie das alles zur Kenntnis nehmen, dann müssen Sie sagen und müssen Sie fordern, Strategiewechsel. Ohne Strategiewechsel führt das in die Irre und auch die Bedrohung in Deutschland, in Europa durch terroristische Anschläge getroffen zu werden, bomben Sie und andere in Afghanistan geradezu herbei. Deshalb werde ich dabei bleiben und hier mit Nein zustimmen.